Man findet Sachen, die einfach scheiße sind. Ich kann es nur empfehlen. Hallo Freunde, es ist kalt draußen, ich habe mir mal wieder die Halle gegönnt und heute haben wir was Spezielles vor. Und zwar wissen einige von euch vielleicht, dass ich meinen ganzen Vorderwagen noch gar nicht gedämmt habe. Jetzt habe ich hier ein bisschen Armaflex, allerdings nur 13 mm, weil sonst kriegt ihr die Fenster nicht runter. Das heißt Türen dämmen, Boden dämmen, Sitze raus, oben Himmel dämmen. Aber ihr werdet ja sowieso alles sehen, also wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Ich sehe schon, ich habe mich heute wieder auf eine größere Aktion eingelassen. Aber wollen wir einfach mal anfangen mit den Sitzen raus, Radioblock raus, weil sonst kriege ich natürlich den ganzen Fußboden nicht raus. Und auf geht's. Wisst ihr, was das Geilste an solchen Aktionen eigentlich ist? Man findet Sachen, die einfach scheiße sind. Hier habe ich so nach und nach die ganze Elektronik immer nachgehauen, einfach reingeschmissen und so. Das wird heute jetzt auch richtig vernünftig gemacht, wenn ich schon mal dabei bin. Und das kann ich euch nur empfehlen. Macht es gleich von Anfang an vernünftig, dann sieht es nicht so aus wie bei mir. So, jetzt mal ein kleiner Zwischenstand. Ich bin sauzufrieden, wie es jetzt momentan aussieht. Jetzt hoffe ich einfach nur, dass alles wieder plan drauf passt, weil es ist ja jetzt alles 13 mm höher als vorher. Aber das werden wir jetzt schon sehen. Auf geht's. So, das hat jetzt alles wunderbar funktioniert. Die 13 mm sind wirklich perfekt für die Tür. Also die Scheibe geht gerade so runter. Und ich habe dieses Dichtband sozusagen nochmal hier drüber gesetzt als Abschluss. Und ansonsten habe ich, wie ihr gesehen habt, die elektrischen Fensterheber wieder ausgebaut. Weil den Schmarrn kann ich euch echt überhaupt nicht empfehlen. Also zumindest nicht irgendwas Billiges von eBay oder so. Das hat jetzt bei mir, glaube ich, 50 Euro gekostet damals. Irgendwann ging halt die Beifahrerseite nicht mehr vernünftig hoch, wenn man dann die runtergemacht hat und so. Und deswegen habe ich jetzt wieder umgerüstet auf manuell. Und ja, das funktioniert wunderbar auf jeden Fall. Und das kann ich echt nur abraten davon. Jetzt, wo der ganze Boden gedämmt ist, wollen wir uns jetzt mal an die Decke machen, weil die möchte ich auch noch gerne dämmen. Und da begeben wir uns jetzt mal ran. Also, auf geht's. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Ich sag euch, macht die Verkleidung ordentlich ab und so.
Und seid ganz, ganz vorsichtig mit dem Himmel, weil der ist super, super dünn irgendwie. Also kann euch gut aus den Händen bröckeln. Ich habe es ganz gut hinbekommen. Und jetzt noch dämmen. Nachdem das Ganze jetzt wirklich wunderbar geklappt hat, mit 13 mm kommt ihr also auch wirklich gut hin bei dem ganzen Vorderwagen. Ich hatte insgesamt 8 Quadratmeter, habe ungefähr 5 benutzt, also 5, 6 Quadratmeter solltet ihr einrechnen an den Stellen, wo ich das jetzt benutzt habe. Jetzt möchte ich euch noch mal ein bisschen Erfahrung mitteilen, weil das Ganze habe ich schon so Mitte Dezember, Ende Dezember gemacht. Jetzt haben wir schon mittlerweile März. Also ich habe ein bisschen Erfahrung sammeln können und natürlich hatten wir auch super, super kalte Tage dabei. Also hier waren es ab und an sogar mal minus 15 Grad. Das ist natürlich sehr extrem. Und was ich sagen kann ist, gerade der Fußbereich ist wirklich super, super angenehm. Wenn ihr jetzt eure Heizung morgens anmacht und ihr macht die in Fußrichtung, dann wird der Fußraum wesentlich schneller warm und die Wärme hält sich natürlich auch wesentlich besser. Natürlich könnt ihr immer nicht zu viel erwarten, weil ihr habt die ganzen Fenster, was ja logisch ist, wo natürlich die ganze Kälte ganz, ganz leicht reinkommt, sag ich mal. Aber trotzdem kann ich auf jeden Fall sagen, ich würde es empfehlen, das zu machen. Es hat sich wirklich gelohnt, meiner Meinung nach. Und was die Motorgeräusche und was die Geräusche allgemein angehen, kann ich nicht ganz so viel sagen, weil ich habe ja nicht die Motorwand sozusagen gedämmt. Das heißt, der Geräuschpegel ist meiner Meinung nach fast noch wie vorher. Vielleicht ein ganz bisschen dumpfer natürlich alles dadurch, dass jetzt am Boden auch überall Dämmung ist. Aber da erwartet euch vielleicht nicht so viel. Denn Amaflex ist ja, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, halt eben eine Thermoisolierung und keine Geräuschdämmung. Zumindest nicht dafür ausgelegt. Ansonsten kann ich euch das selbstklebende Amaflex auf jeden Fall empfehlen, weil sich das super gut verarbeiten lässt. Und da geht auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Amacell raus, denn die haben mir das Amaflex zugeschickt. Die sind nämlich auf mein Video aufmerksam geworden, wo ich meinen Bus komplett gedämmt habe, also im hinteren Bereich, und haben gesagt, da würden wir dir gerne mal was Gutes tun und haben mir das somit eben zugeschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Ich kann es nur empfehlen nochmal und wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also haut rein!